Ich habe 1, 2, 3 Obstbäume. Und einen Nadelbaum. Also. Warte mal, da ist ja eine Tür. Das heißt, ich sollte die Obstbäume, die ich jetzt pflanzen will, vielleicht irgendwo pflanzen, wo sie nicht so sehr im Weg sind. Einmal da. Einmal hier. Einmal da. Und den Nadelbaum. Hier. Ich glaube, die Bäume muss ich nicht gießen. Die machen das, glaube ich, von allein. So. Jetzt haben wir noch eine Tomate übrig. Und der Rest... Oh. Der Rest hat ja ganz gut geklappt. So, okay. Zu dieser Jahreszeit gibt es auf dem Bauernhof so viel zu tun, aber um nichts auf der Welt würde ich tauschen wollen. Ja... So, jetzt bin ich doch hier vorhin mal in die Scheune gelatscht, aus Versehen. Gucken wir uns die doch mal an. Was können wir denn hier machen? Ist das nur optisch was zum Gucken? Oh, schade. Ich hätte ja schon gerne mal irgendwie geguckt, ob man da irgendwas machen kann. Also wir sehen, da ist noch jede Menge Platz. Ja. So, dann wollen wir doch mal gucken. Wie spät ist das jetzt? Oh ja, schon spät. Ah. Ist ja schon spät. Dann gehe ich mal pennen. Denn alles, was in der Stadt gerade abgeht, nervt mich eher. Gerade. Und deshalb dachte ich... Ich kümmere mich jetzt primär erstmal um die Farm. Das scheint mir gerade sinnvoller zu sein. Ach, guck mal, und da sind auch schon ein paar Pflanzen gewachsen. Das sind also nicht nur Samen, wobei hier sind noch immer Samen. Aber das meiste ist zu Pflanzen geworden. Dann wollen wir das doch mal... Schön alles abgießen hier. So. Oh ja, ist ja wieder kein Wasser drin. Oh, Junge. Junge, 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 Junge. Kann ich die hier eigentlich gießen? Ich kann schon, aber es scheint nichts zu bringen.
Scheint nichts zu bringen. Aber das finde ich sehr gut, denn Bäume zu gießen. Also Bäume gießen müssen. Gut, das sind jetzt nur 3, aber... So im Großen und Ganzen wird mich das, glaube ich, doch ganz schön nerven. Ach ja, kein Wasser mehr. Boah, ey, ich hoffe, dass man die Gießkanne irgendwann auch vergrößern kann. Denn, so ist das ziemlich witzlos, wie ich finde. Wenn ich da immer nur so 7 Felder gießen kann. Ich glaube, das hier werden die Melonen. Oder die Weintrauben. Ich weiß ja nicht. Weintrauben werden ja eigentlich an so ein Holzgestell. Das ist ja so eine... Ist auch eine Rankenpflanze, glaube ich. Ähnlich wie jetzt eine Melone und ein Kürbis, glaube ich auch. Aber Melone und Kürbis lässt man auf dem Boden. Und Weintrauben, die stopft man eher... Also die bindet man eher an so einen Stab, damit die nach oben wachsen. Ja, Wasser ist leer. Überraschung. Gut. Okay, jetzt haben wir alles gegossen. Jetzt würde mich mal interessieren... Komm her. Zu dieser Jahreszeit... Ja, okay, das hatten wir schon. Was habe ich mir noch nicht gekauft? Also, ich habe noch keinen Spargel. Keine Auberginen. Rote Beete, Blaubeersamen, Brokkoli, Brüsseler Sprossensamen. Was ist denn das? Kohl, Karotten, Ananas, Zwiebel, Grünkohl. Ja, es gibt noch eine Menge Zeug. Es gibt echt noch eine ganze Menge Zeug zu kaufen, um auszusehen. Hä, wo ist er hin? Wie kann das sein, dass ich in seinem Laden noch Sachen auswählen kann und er ist schon weggelaufen? So, pass auf, ich... Ja, ich würde gerne noch... Pass auf, wir kaufen jetzt mal... 5 Aubergine, 5 Ananas und 5 Karotten. So. Jut, die pflanzen wir noch aus. Und jetzt machen wir das nämlich so richtig schön. Ach toll, die Hacke. Gib mir die Hacke, bitte. Wollen wir auch erstmal gucken, wie sich das hier alles so verhält. Und dann würde ich in der Zukunft mir dann überlegen, welche Beete wohin kommen. Und was ich wie häufig und wo anpflanze. Und die andere Frage ist generell auch, ich meine, jetzt haben wir ja Sommer. Im Herbst wird wahrscheinlich nicht mehr viel sein oder andere Saat und im Winter gar nichts. Das heißt,
Das heißt, im Winter ist es wahrscheinlich ziemlich langweilig hier dann. Vermutlich. So, dann gib mir mal noch die Auberginen. Und die Karotten. Jut. Und jetzt gießen wir den Spaß noch. Jut. Ja, und dann werden wir ja in der Zukunft feststellen, ja, wie schnell das alles wächst. Also unter Umständen hat man am nächsten Tag direkt ein Pflänzchen aus der Erde gucken oder so wie bei der Ananas sofort. Oh, schon wieder kein Wasser. Ja, und dann ist die Frage, wie lange braucht das, bis man es ernten kann? Ein paar Tage, paar Wochen. So, und da würde ich jetzt sagen, da haben wir dann im Nachhinein ja dann doch noch eine ganze Menge geschafft, glücklicherweise. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie das hier weitergeht, dann schaltet ihr in der nächsten Folge wieder ein. Und die kommt wie immer morgen. Tschüss.